Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Hallöchen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin mit der Mütze, ich habe mein Ohr eingewickelt. Und habe gedacht, wir machen einfach Plaudervideo. Ich habe hier ganz viel Arbeit, also wirklich ganz viel Arbeit. Ich drehe euch die Kamera um. Xenia hat ganz viel Pfannkuchen vor sich. Wir haben ja so eine Woche Maslenitsa. Wir müssen Pfannkuchen machen. Hier mache ich Reis drin. Also meine Mama, ich habe mir gewünscht von meiner Mama so einen riesengroßen Topf. Also es ist eher so eine Pfanne. Sie wiegt 6,5 Kilo. Also riesengroß. Wahnsinn. Aber mein Gott, 180 Euro hat die gekostet. Die ist echt toll. Die ist echt toll. Ich bin so dankbar, dass ich die jetzt habe. Ja, und ganz, ganz viel Teig. Trinke nebenbei bei Tee. So. Jetzt bin ich wieder da. Ich habe gedacht, ich arbeite und werde euch dann auch mitnehmen und mit euch reden. Upsala, unterhalten und so. Ja. Genau. Das mache ich. Lecker. Aber ich glaube, ich muss noch ein bisschen salzen. Muss mal gleich gucken, den ersten erstmal probieren. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gemixt habe. Also Milch, Mineralwasser, Eier, alles Mögliche drin. Die Mädels machen Quatsch. Ja, wie geht es euch? Ja, mir geht es nicht so gut. Ich habe tatsächlich sehr starke Schmerzen. Irgendwie ist das noch nicht besser, aber das ist ja erst der zweite Tag und deswegen denke ich, es wird auch nicht so schnell helfen. Ne? Ja, müssen wir mal schauen. Ich hoffe, es wird morgen besser. Also ansonsten habe ich ein Problem. Ja gut, wenn was, gehe ich Freitag nochmal zum Arzt, aber ich meine, es wäre schön, ne, wenn das jetzt schon besser wäre, weil das tut so sehr weh. Ich habe heute aber trotzdem habe ich heute besser geschlafen, das muss ich sagen. Obwohl ich mehrmals aufgewacht bin und ja, mein Ohr eingecremt habe mit dem weißen Tigerbalsam. So, ja. Wo war ich denn geblieben? Ja, auf jeden Fall. Wo ich mein Ohr dann eingecremt habe, war es dann halt auf jeden Fall wieder gut. Und somit auch erstmal dann direkt auch eingeschlafen. Na. So. Bin auch direkt eingeschlafen zum Glück und deshalb, ja, trinke hier meinen selbstgemachten Kräutertee. Ich habe hier Rosmarin, Granatapfelschalen, natürlich getrocknet. Ne? Das Granatapfelschale ist sehr, sehr gesund. Das habe ich extra in so eine speziellen Dose, das kann ich euch zeigen. Das ist immer, wenn wir Granatapfel kaufen. Ich habe auch jetzt zwei von meiner Schwiegermutter geschenkt bekommen. Wenn wir die gegessen haben, dann trockne ich die und so sind die dann. Ne? Und das ist so gesund, halten sehr viele Vitamine und ist auch wie ein Antibiotika so gesehen. Dann habe ich hier Johannisbeerblätter. Thymian, genau, das war's. Das mache ich mir hier immer rein. Das ist etwas jetzt schon lauwarm, aber ist okay so als Getränk. Ja. Mein Pfannkuchen. Wow,
Also der Teig ist eigentlich perfekt, weil, probier mal Leonie, wie schmeckt der als, reicht da alles Salz? Nimm doch den Ding. Ob das, der ist gut? Ja. Sicher? Ja. Fehlt nichts? Zucker, Salz? Leonie. Weil dann habe ich, ja gut, die kann man auch natürlich fühlen, also mit einer Füllung machen, sei es Hackfleischfüllung, sei es Pilzfüllung, also Gemüsefüllung. Ich mag das mit dem Königin Käse zum Beispiel, fühlen, einrollen und nochmal in die Pfanne, nochmal ein bisschen warm halten so und dann schmeckt das so, 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 so lecker. Blinchik, ja gleich, Mama macht jetzt hier. Leonie, teil mal mit Anna Blinchik. Habe erst den zweiten. Aber unsere Lieben ist so, mit Apfelmus oder mit Nutella. Mein Mann mag das oder liebt das mit Marmelade einfach essen. Genau. Ist auch sehr, sehr lecker. So. Mein zweiter. Also ich werde hier jetzt lange stehen, denke ich mir mal. Ja gut, ist ja kein harter Job, außer nur stehen. Ich kann auch Pause machen, so ist es nicht. Ich kann dieses Teig auch noch morgen weitermachen, weil in den Kühlschrank stellen und dann ist es auch gut. Es wird nicht schlecht oder so. Ja. Ich mache, glaube ich, hier auf zwei. Wenn es mir zu viel wird, wenn ich jetzt zu müde werde oder so, aber bewegen ist auch gut. Weil gestern hatte ich auch so ein bisschen mit meinem Kreislaufproblem. Weil mein Mann mir gesagt hat, nur bleib liegen, bleib liegen. Aber ich habe nach dem Antibiotika, meine ich, habe ich dick Kopfschmerzen gekriegt und Herzrasen. Ich weiß jetzt nicht, ich beobachte das. Ich lese auch da die Nebenwirkungen nicht, weil mein Problem früher war, Nebenwirkungen. Also ich habe in jeden Tabletten, die ich so jetzt einnehmen musste, ne, habe ich immer die Nebenwirkungen gelesen. So, ein paar Stunden später, nachdem ich eine Tablette getrunken habe, tatsächlich hatte ich die Nebenwirkungen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt, also doch, ich bin mir bestimmt sicher. Klar können die Nebenwirkungen auf jeden Fall sein, aber gleichzeitig, wenn man sich das, so wie ich, eingeprägt habe in den Kopf, dann kommen die Nebenwirkungen von alleine. Das ist ja Kopfsache. Teilweise ist es bei uns Menschen alles Kopfsache. Ja, deswegen mal schauen. Ich lese jetzt seit langem nicht mehr die Nebenwirkungen oder wie Blutdruckmessgerät nutze ich nur im schlimmsten Mal einfach nur, wenn es mir sehr lecker, oh ich darf nicht laut, wenn es mir richtig dreckig geht, dann nur. Und selbst da, wenn mein Mann mir sagt, so jetzt misst du das, oder wenn meine Mama sagt, so jetzt misst du aber bitte, weil, ne, weil ich hatte früher auch das Problem, ich habe das glaube ich schon aber ein paar Mal erzählt. Ich hatte tatsächlich das Problem früher, dass ich alle 5 Minuten messen wollte. Ich wollte alle 5 Minuten messen und das hat sich so entwickelt, dass wir insgesamt 4-5 Geräte ausgewechselt haben, weil sie so kaputt gegangen sind. Da konnte man nichts dran machen, weil ich so oft das Gerät benutzt habe. Ich war so verrückt. So, das ist krank, das ist schon, das nennt man Krankheit, ne? Gut, das habe ich mir von alleine dann auch abgewöhnt. Irgendwann habe ich mir gesagt, so, du gehst ja kaputt damit, das ist ja bekloppt, was du gerade machst. Ne? Und dann hatten wir, ich glaube, 4-5 Jahre keins und danach hatte ich ja hier, als wir umgezogen sind, mehrere Operationen. Und danach haben unsere Freunde, die Nachbarn, die noch gewohnt haben hier gegenüber,
haben uns dann einen geschenkt. Ja, und seitdem haben wir dann eins. Aber wie gesagt, boah, es tut weh. Das tut echt heftig weh gerade. Ich rede halt eigentlich wenig zurzeit. Und jetzt rede ich viel gerade, ne? Aber naja, ist ja nicht schlimm. Ja. Und deswegen versuche ich, wie gesagt, den Blutdruckmessgerät gar nicht zu nutzen, gar nicht. Nur im schlimmsten Falle, weil, nee, also möchte mir das nicht mehr nochmal antun. Ja, Reis wird gleich fertig. Boah, ich liebe diese Pfanne. Ich danke so an. Ich danke für alle Geschenke. Ne? Es ist hier nicht so. Ich bin für jedes Geschenk dankbar. Mega, mega dankbar. Aber du hast mir jetzt Pfannkuchen. Siehst du, ich kann hier backen ohne Ende. Es wird mir immer eins geklaut. So ist es meistens. Hätte man so einen Stapel gehabt, aber man hat dann so einen Stapel, weil zwischendurch alle heben. Aber ich wechsle halt momentan meine Töpfe aus, weil ich selbst da gestern bei diesem Topf ist der Dings abgefallen. Den kann man gar nicht mehr dran machen. Hier der da ist einfach hier ab. Ja, und den muss ich eigentlich, den stelle ich hier raus, den muss ich wegschmeißen. Den muss ich wegschmeißen, weil ich will nichts mehr Kaputtes aufbewahren. Ich will eigentlich alle. Ich habe schon 17 Jahre die meisten Töpfe hier. Dieser Topf hatte ich auch mal beim Fegro gekauft, in Hessen noch, als wir geheiratet haben. Wir sind 17 Jahre verheiratet, ja. Ich meine, die Töpfe halten ja auch 20, 30, 40, 50 Jahre, ja, so ist das nicht. Ich muss einige schon einfach auswechseln. Hab mir schon zwei dazu gekauft und eine hatte mir mal auch Mama gekauft. Ja, und dann hat sie gefragt, was wünschst du mir zum Geburtstag? Und da hat sie so eine Pfanne gesehen. Und ja, dann hat sie mir auch die bestellt. Ja, und die ist perfekt. Ich glaube, ich kann auch gleich meinen Reis stellen wir euch hier hin. Meine Kamera ist runtergefallen. So, ich schaue mal nach dem Reis. Ich meine, ich kann den. Ah ja, da ist noch ein bisschen Flüssigkeit. Aber lasse ich noch ein bisschen noch ein bisschen quellen oder dünsten, wie das sich auch nennt. Und dann ist es fertig. Das riecht sehr gut. Ich brauche auch meistens gar nichts zum Reis dazu. Es schmeckt mir so alles perfekt, wie es sein soll. Ja, Pfannkuchen drehe ich jetzt um. Genau. Ich dachte, ich brauche hier eine Schaufel, wollte ich gerade sagen. Zum Drehen. Aber der Teig ist so gut geworden, dass ich das nicht brauche. Genau, kann ich das so mit den Fingern drehen. Oh, mein Ohr. Das Wetter ist bei uns heute irgendwie, ne? Aber ich habe auch mit Karin geschrieben. Ja, wir haben 9 Grad bewölkt. Das ist praktisch, dass man dann die Uhr hat und man dann noch ein bisschen lesen kann. Aber ich habe irgendwo mein Handy auch. Ah, hier. Vor meiner Nase habe ich mein Handy. Das ist der Wahnsinn. Oh. Wie süß die liebe Karin ist. Sie ist ein Schatz. Joa, was macht mein Instagram? Ich habe bei Instagram jetzt einiges gepostet.
So, bin ich in Instagram reingegangen natürlich. Ich habe hier einige Posts gemacht von meinem Reis, wie ich das gewürzt habe und gemacht habe. Ne? Und ja, Instagram halt wird ganz viel, ganz viel gemacht, ganz viel gepostet auch. Jetzt poste ich mal hier, dass ich arbeite. Ich arbeite mal dabei ein wenig. So, jetzt mal Pfannkuchen fast vergessen. Ja, wie nennt sich das diese Woche? Oster. Ja, Milchwoche, bei den Orthodoxen ist es die Milchwoche. Milchwoche? Da ist kein Fleisch, da ist so kein Fleisch, da ist nur Eier, Milchprodukte und verzichtest auf Fleisch. Und danach, nach dieser Woche, also darf man auch irgendwann Woche, Fisch essen? Nächste Woche fastest du, genauso wie die Muslimen ab jetzt. Ja, ich weiß, dass wir mit den Muslimen das Gleiche haben. Ungefähr, ja, nur, im Prinzip. Die Muslimen fasten ab jetzt, aber wir haben erstmal die Milchwoche und danach fasten wir. Ja. Wer hat dir das erzählt? Das habe ich selber gelesen. Das ist gut. Das ist gut, dass mein Kind wenigstens mal schlauer ist als ich. Nein, ich bin ja auch nicht doof. Weil ich wollte das ausprobieren, ich wollte das durchziehen. Ne? Ja, Fasten an sich ist ja gar nicht so schlecht, es ist gesund. Jetzt klaut sie mir schon wieder eins. Das ist doch gar nicht. Ich habe bis jetzt nur einen hier liegen. Einen. Anna will auch vielleicht noch. Ja, das die sind so knusprig geworden, gell? Ich liebe das. Milchwoche, genau. Nennt sich nicht einfach so Milchwochen? Also auf Russisch nennt sie sich Maslenitsa, ja. So schön. Da macht man halt jeden Tag Pfannkuchen. Weil eigene. Das hat auch mit Pfannkuchen. Ja, dann gib ihr. Das hat auch. Anna, ich esse mal das zu Ende. Du hast da noch. Weil das ist, man macht ja jeden Tag Pfannkuchen, gell? Allgemein. In der Zeit macht man ganz viel Pfannkuchen. Also ist ja auch mit Mensch. Weil Ostern ist das Heiligste, weil da Gott, auch, also Jesus auferstanden ist. Das ist das Heiligste und deshalb denkt man auch an alle Verstorbenen und sowas. Deswegen ja, das ist dann direkt an so ein Ostersonntag, Ostermontag, da denkt man an die Verstorbenen. Das sind die heiligsten Wochen, deshalb fastet man ja auch. Ja, Fasten an sich ist nicht verkehrt, also eigentlich. Aber ich weiß gar nicht, wie die Muslimen das durchziehen. Ich hätte mir das für so schwer vorgestellt. Den ganzen Tag nicht zu trinken, eventuell vielleicht doch trinken, ich weiß gar nicht, da richtig. Manche trinken einen Schluck Wasser, wenn es gar nicht geht, aber die dürfen ja nichts essen. Ne? Und dann erst abends oder in die Nacht, ne, was essen. Ich weiß nicht, vielleicht gewöhnt man sich da dran, aber ich kann mir so für schwer vorstellen. Ich würde das, glaube ich, gar nicht hinkriegen. Den ganzen Tag nicht zu trinken und nicht zu essen. Ja, ich weiß nicht. Du stehst um 4 auf, weil dann, heißt es, um 4 Uhr morgens? Aha. Die Muslime stehen um 4 auf, weil danach essen die alle zusammen und nach darfst du nichts mehr essen. Nach 18 Uhr isst du wieder. Oh yeah. Ich glaube, ich kann das auf 11 machen, weil irgendwie dauert es wieder und ich mache mir nochmal einen Tee. Aber zum Beispiel, eine Freundin von mir, die darf jetzt ab und zu was zwischendurch essen, weil sie ihre Periode hat. Erst nach der Periode darf sie danach normal fasten. Oh, ich glaube, während der Periode dürfen die gar nicht fasten, die Muslime. Nein. Dürfen die nicht. Orthodox auch nicht. Naja.
Keine Ahnung, was auch immer. Ich bewundere alle Nationalitäten und finde es immer voll interessant, wie es bei jedem, Religion ist sehr, sehr schön. Was bei vielen Menschen so eigene Religion ist, mit den Regeln, mit so allen, klar, manche Regeln, es gibt wirklich ganz, ganz schlimme Religionen, da wo man richtig krasse Sachen erlebt, das ist einfach krass, einfach richtig, richtig krass, aber deswegen, trotzdem respektiere ich alles und ich finde es immer wieder einfach für richtig spannend, wie viele es verschiedene gibt, ne? Also richtig, richtig großen Respekt. Ja, oh, mein Pfannkuchen wird schön. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, der ist doch klasse geworden, oder? Meint ihr nicht? Ja, perfekt. Oh, wir haben jetzt 14 Uhr. Ich werde doch auch dann meine Jungs abholen. Um 15, kurz nach 15 Uhr und ja, so geht es weiter. Werde dann gucken, vielleicht schmeiße ich mir ein Schmerzmittel rein und werde dann vielleicht in die Geschäfte was fahren und ein bisschen vielleicht ein, zwei Videos machen. Mal sehen oder morgen erst, also wie ich mich fühlen werde. Eigentlich werde ich halt sehr, sehr schnell müde und sehr schnell kaputt. Na, das ist der Nachteil, auch wenn man zum Beispiel, wie soll man sagen, Antibiotika trinkt. Oder ich kann es so machen, dass wir fahren mit meinem Mann. Dann ist er da, dann hat er die Anna. Und dann kann ich wenigstens vielleicht ein DM-Video. Milchwoche, ganz normal. Milchwoche? Ja. Also Maßlinie ist eine Milchwoche, bei uns orthodoxen Milchwoche. Okay, cool. Ja, dann kann ich, wie gesagt, vielleicht dann... Ich werde nie im Leben hier eine Sammlung mal machen. Vielleicht steht der Vater auf. Ey, ja. Also, ich glaube, ich werde auch das Video beenden. Meine Kamera fällt schon gleich, weil ich bestimmt schon, keine Ahnung, über 20 Minuten bin. Das ist richtig, richtig cool. Ich kann plaudern ohne Ende. Ja, vielleicht machen wir auch ein zweites Teil von. Ich zeige euch einfach, wie viel es von diesen knapp 4 Liter, wie viel ich dann noch im Teller beibehalten werde. Ja, mal schauen. Also wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ja, wünsche euch noch einen wunderschönen Dienstag. Alles, alles Liebe. Bleibt gesund. Mir fehlt da irgendwas im Schrank. Ja, freue mich über die Daumen nach oben. Kommentieren nicht vergessen. Ja, und ansonsten alles, alles Liebe. Bis morgen. Bis zum neuen Video. Deine Klinge. Tall buildings, as the chemicals they take us higher.